Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch die, die zuschauen und oben sitzen. Ich glaube, bei einem Thema, das ganz viele Menschen bewegt. Ich denke, viele von uns haben das persönlich erlebt, haben das in vielen Gesprächen in der letzten Zeit, auch wegen unserer Debatte erlebt, dass ein Menschen ansprechen, dass die Veranstaltungen übervoll sind. Und alle fragen sich, was ist ein würdiges Ende für mich selbst? Alle fragen sich und erleben bei Freundinnen, Freunden, Ehepartnern, Familienangehörigen, wie geht eigentlich ein würdiges Ende? Und auch bei Krebskranken zum Beispiel ist die Frage ja immer wieder präsent. Und mir haben so viele Leute gesagt, dass es ihnen auch nicht hilft und ausreicht, nur zu wissen, es gäbe eine gute Palliativmedizin, weil auch die irgendwann an ihre Grenzen kommt und gerät, mal abgesehen davon, dass es diese Versorgung noch lange nicht überall gleichermaßen gut in Deutschland gibt. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, wie viele Leute einen ansprechen und sagen, das entscheiden wir selber und nicht ihr als Deutscher Bundestag. Wie viele Leute sagen, das sollt nicht ihr regeln. Wir machen das selbstverantwortlich, wir leben selbstverantwortlich und wir entscheiden über die letzten Tage, Wochen und Monate unseres Lebens selbst und im Gespräch mit unseren Angehörigen. Und deshalb gibt es viele, die doch sich fragen, was wir eigentlich hier für Debatten führen. Ich glaube, dass wir als Deutscher Bundestag uns in dieser Debatte nicht nur über Gefahren Gedanken machen müssen, das müssen wir immer, sondern wir müssen uns auch Gedanken machen, was uns selbst als Motiv eigentlich treibt bei der Debatte. Ich habe das hier schon mal gesagt, an diesem Redepult, wir sollen nicht das regeln im Strafgesetzbuch, was wir selber für richtig oder falsch halten, für uns selber und unsere Entscheidung, sondern wir sollen das regeln, was wir meinen, dass ein Gesetzgeber tun darf. Und dann sage ich Ihnen mal, wenn wir zu viel regeln, wenn wir zu viel einschränken, nehmen wir den Menschen ihre Ausübung der Selbstbestimmung am Lebensende, weil wir ihr Umfeld kriminalisieren. Nikolaus Schneider, der ehemalige Ratsvorsitzende, sehen Sie mal, der hat für sich selber eine Entscheidung getroffen, dass er meint, Suizid geht nicht und er wird auch keinen anderen fragen. Aber die Erkrankung seiner Frau hat, fand ich, eine spannende Differenzierung gebracht, dass er gesagt hat, aber mir steht es nicht zu. Mir steht es nicht zu und ich werde deshalb wieder meine eigene moralische Kategorie, habe ich meiner Frau gesagt, ich fahre dich dorthin oder helfe dir, wenn du das von mir erbittest, ernsthaft. Und ich finde, diese Haltung müssen wir als Bundestag auch haben. Wir dürfen nicht etwas, wo die Türen heute offen sind und es Chancen gibt. Und Herr Brandt hat gesagt, keine Tür aufmachen. Falsch, Herr Brandt, die Tür ist auf. Wir dürfen aber als Deutscher Bundestag die Türen nicht zuschlagen, da wo Menschen eine Beratung und ein Gespräch wollen. Mich hat beeindruckt, wie viele Menschen, zum Beispiel auch Hans Küng, das auch für sich sagen. Gläubiger Mensch, der überzeugt. Aber es gibt auch Phasen am Ende eines Lebens, wo er sich anders entscheiden könnte. Was ist unsere Aufgabe? Ich glaube, unsere Aufgabe wäre gar nicht, das Strafgesetzbuch großartig zu ändern, sondern Beratung und Hilfe zu bieten, Suizidprävention zu bilden. Aber warum tun wir das denn dann nicht, Frau Griese? Warum nehmen wir nicht in den Kern unserer Bemühungen eine Suizidprävention, andere Palliativmedizin, Hilfe für Menschen in diesen Lebenssituationen und schauen dann in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren mal, ob das, was seit 1871 im deutschen Strafgesetzbuch gilt, geändert werden muss, ob es überhaupt eine Notwendigkeit gibt. Ich verstehe diesen Ablauf nicht an der Stelle. Ich glaube, Menschen brauchen nicht Regeln, die in Paragraphen gegossen werden und ihrem Umfeld noch Probleme bereiten, selbst dem behandelnden Arzt oder dem Onkologen, wenn er wiederholt in die Situation kommt, diese Frage gestellt zu bekommen, muss er bei den anderen Entwürfen mit Nein antworten, weil er sonst im Geschäftsmäßigen ist. Schauen Sie sich die Definition von geschäftsmäßig an. Man kann ein Geschäft sogar machen, ohne dass Geld fließt. Verstehen Sie? Und geschäftsmäßig heißt, wenn der Arzt es dreimal macht, ist er strafbar. Da hat der Kollege Hinze recht bei Ihrem Entwurf. Was die Menschen aber brauchen, ist Offenheit und Beratung. Und ich sage Ihnen, auch in meinem ersten Leben war ich Sozialarbeiterin. Spätestens seitdem weiß ich, eine gute Beratung setzt Offenheit voraus. Da darf der Arzt oder jemand anders nicht als erstes sagen müssen, nein, das mache ich nicht.
sondern schauen wir mal, ob wir dahin kommen. Ich schließe es nicht aus. Ich glaube, dass darin viel mehr Suizidprävention läge, in einer solchen Offenheit. Oder auch versuchen wir es mit bestimmten Mitteln, reden wir später wieder drüber. Lassen wir doch diese Menschen nicht allein. Lassen wir sie selbst nicht allein, wenn wir religiös anderer Auffassung wären. Und ich glaube, dass wir den Ärzten auch keinen Gefallen tun an dieser Stelle. Ich glaube allerdings auch, dass das jetzige Strafgesetzbuch eine gute Regelung ist, weil sie, anders als im Antrag Hinze zum Beispiel, auch keine Engführung macht bei der Definition und Prognose. Auch Menschen, die eine Erkrankung haben, die aber nicht in den nächsten Wochen und Monaten von der Prognose her zwingend zum Tod führt, müssen die Möglichkeit einer ordentlichen Beratung haben. Und ich finde, wir müssen uns selbst bei Menschen, die einen Suizid begehen wollen, mit der Frage auseinandersetzen, dass sie das in Würde tun könnten. Auch das halte ich für unsere Verantwortung hier. Mich schrecken immer die Bilder, wenn Menschen sich zum Beispiel, das haben ja auch Prominente getan, vor den Zug werfen. Ich halte das für unwürdig und mich trifft emotional auch, wenn ich mitkriege, wie viele Lokomotivführer am Ende psychisch vollkommen fertig sind, aus jedem Berufsleben raus sind. Wir haben auch eine Verantwortung für die, die entschlossen sind, erwachsen und entschlossen sind, einen Suizid zu begehen, meine Damen und Herren, das in Würde zu tun und nicht noch andere zu belasten. Ich meine, es gibt keine Strafbarkeitslücke. Das Strafrecht, so wie die Regeln seit 140 Jahren bestehen, muss Ultima Ratio sein. Wir dürfen das nicht für andere bindend regeln. Wir sollen und dürfen nicht unsere eigene Überzeugung für unsere Entscheidung nehmen, weil das Grundgesetz regelt ja nicht, dass unser aller Entscheidung umgesetzt wird, sondern die Selbstbestimmung eines jeden Menschen, die Selbstbestimmung im Leben und im Sterben. Und deshalb, nach all diesen Überlegungen, sage ich Ihnen, unser Antrag ist der Antrag von Maß und Mitte. Unser Antrag ist der, der am nächsten an der derzeitigen Rechtslage bleibt, meine Damen und Herren. Wir sagen eines, dass die Selbsttötung weiterhin straflos bleibt und die Hilfe dazu auch. Wir setzen nicht auf Regeln, die einschränken. Also wir machen keine Definition bei uns, dass die Prognose sein muss, dass man in wenigen Wochen stirbt, mit schwerem Leiden und Schmerzen verbunden, sondern wir lassen das auch bei anderen Dingen zu. Unser Kriterium ist das, was da schon lange steht und meines Erachtens das Grundgesetz ausdrückt, nämlich, dass es Hilfe zulässig ist bei frei verantwortlicher Selbsttötung. Das heißt, was ist Freiverantwortlichkeit? Juristen verstehen das so, es heißt Volljährigkeit und dass man nicht psychisch erkrankt ist, also wirklich seinen Willen frei äußern kann. Das sind die Kriterien, ab da ist eine Beihilfe auch straffrei. Und wir nehmen aber in unserem Antrag eine Sorge auf, meine Damen und Herren, nämlich die Sorge, die manche äußern und die ein neues Motiv in die Geschichte reinbringt, dass Menschen mit einer entsprechenden Beratung und Beihilfe Geld verdienen wollen. Und deshalb haben wir gesagt, nach langen Überlegungen, dass gewerbsmäßige Hilfe zur Selbsttötung bestraft werden soll. Gewerbsmäßig heißt nach juristischer Definition, wer in der Absicht, eine sich selber oder einem Dritten eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen, also in der Absicht, sich das zu verschaffen, diese Einnahmequelle von gewissem Umfang, wer in der Absicht handelt und Beihilfe leistet, der macht sich strafbar. Und ich glaube, dass wir damit aber genug getan haben, um eine Sorge auszudrücken und zu verhindern und eine kleine Mauer zu bauen, weil damit nämlich das finanzielle Interesse als Eigeninteresse in die Beratung reinkäme. Da wollen wir eine Sperre setzen, meine Damen und Herren. Und ansonsten sagt unser Entwurf, und damit ist er am nächsten, glaube ich, auch an der Realität von dem, was durchaus heute stattfindet, dass es detaillierte Pflichten zur Beratung und Dokumentation gibt.
transparente Beratung. Die, die heute gute Beratung machen, tun das schon. Zum Beispiel soll zwischen den beiden Beratungen 14 Tage liegen. Damit man wirklich sieht, ist jemand frei, verantwortlich und entschieden oder war es ein Augenblick der Trauer, der ihn oder sie dazu bewegt hat. Ich glaube, mit den beiden Regeln, einer klaren Dokumentationspflicht und Beratungskriterien und auf der anderen Seite zu verhindern, dass jemand Geld damit verdient, haben wir an dem, was 140 Jahre im Strafgesetzbuch gilt, genug geändert und sind auf der anderen Seite der Selbstbestimmung des Grundgesetzes gerecht geworden, meine Damen und Herren. Menschen in Not, Menschen in großer Not, denen ist nicht geholfen, wenn wir mit lauter Paragraphen deren Hilfesituation eingrenzen, sondern denen ist damit geholfen, wenn wir ihnen eine Hand reichen. Sie brauchen mehr Fürsorge und nicht mehr Strafrechtsparagraphen. Sie brauchen die Zuverlässigkeit, dass sie Fürsorge, Unterstützung und Kontakte haben. Und die Zuverlässigkeit, wenn ich es nicht mehr aushalte, könnte ich, ohne in die Schweiz fahren zu müssen. Von Belgien und Holland wollen wir gar nicht reden, darüber, das diskutiert ja hier keiner. Ich finde, dass ein Mensch das Recht hat, am Ende, wenn er oder sie es meint, es nicht mehr aushalten zu können, sich gewiss zu sein, dass sie Hilfe bekommen und notfalls auch professionelle Hilfe. Und ich glaube, dass wir ethisch verpflichtet sind, diese Tür nicht vor der Nase zuzuschlagen. Das Wort hat nun der Kollege Patrick Sensburg.